Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen im Hafen von Kronstadt und einer längst überfälligen Verlosung. Ich möchte, dass ihr hier jetzt ganz gut aufpasst, denn für all jene, die neu dazugekommen sind, wird es neu sein. Für all jene, die schon länger dabei sind und die Community-Contributor-Giveaway-Verlosungen kennen, wird es leicht anders sein, aber eine gute Auffrischung. Früher habe ich hier die 10 CC-Codes verlost, was ich jetzt teilweise als Giveaway auf Twitch mache, weil ich mit Twitch begonnen habe. Das hat den folgenden Grund: auf Twitch ist es einfacher. Es ist simpler, es geht schneller, es ist viel weniger Arbeit. Ich mache auf Twitch einen Stream, verlose ein paar Codes, Ende Stream, Ende Arbeit. Flüsterfunktion, top. YouTube hat keine Flüsterfunktion und YouTube ist natürlich ein anderes Medium, also das ist Video on Demand. Ich schaue mir das Video an, wenn ich gerade Bock habe. Das kann auch sein, dass ich in den 2 Stunden, wo gerade gestreamt wird, keine Zeit habe, deswegen nichts gewinnen kann. Bei YouTube, wenn das Gewinnspiel nur einen Tag geht, gerade da nicht reinschaue und dann nichts gewinnen kann. Das habe ich schon immer als unfair empfunden, deswegen habe ich es jetzt geteilt. Ich habe die Montpellier und die Yukikaze auf Twitch verlost, leider nur für all jene, die in diesem Stream dabei sein konnten. Der Stream war quasi wirklich nur ein Verlosungsstream, angekündigt im Community-Hub. Von 20 Uhr bis 23 Uhr ging der, ungefähr 200 Leute haben zugesehen, nur 200 Leute konnten da also was gewinnen. Auf YouTube ist es anders. Auf YouTube werde ich ab heute, den Mittwoch, 8.5. dieses Video veröffentlichen. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt habt ihr 7 Tage Zeit. Ein Kommentar, und das ist jetzt ganz wichtig. Es muss ein Kommentar sein, egal was sonst noch steht, ob es ein Punkt ist, ein Hallo oder gar nichts, sondern nur World of Warships, Account, Ingame-Name und Server. Bitte mit einem Slash getrennt oder so, damit man sieht, dass das nicht zum Namen gehört, oder Server:EU oder NA oder CIS oder was auch immer, RU, was das sonst noch ist. Darunter dann World of Warships Ingame-Name, Doppelpunkt, und dann sollte es eine Auffälligkeit geben, wie ein großes I, was aber ein kleines L ist, bitte dann darunter dazu schreiben. Das ist absolut wichtig. Wer nicht möchte, dass sein World of Warships Ingame-Name hier unter den Kommentaren aufscheint, der muss mir den eindeutigen Discord-Namen hinschreiben. Sprich, den Namen und dann die Zahlenfolge. Ansonsten ist es nicht eindeutig und ich muss, ja, ich kann da nicht rätseln. Es gibt sicher tausende andere Primes, aber es gibt nur einen, der die Zahlenfolge 033 irgendwas hat. Ich werde euch dann anschreiben, dann schreibt ihr mir über Discord den Ingame-Namen von World of Warships und dann bekommt ihr das Schiff. Jetzt noch einmal, ganz, ganz wichtig. Teil 2 der wichtigen Sachen ist, ihr werdet, also die Gewinner, werden die Schiffe ab 20. Mai von Wargaming in den Hafen gestellt bekommen. Das Schiff und einen Liegeplatz. Es ist kein Liegeplatz nötig zu kaufen. Das Schiff kommt immer mit einem Liegeplatz. Es kann ein bisschen länger dauern. Es wird vielleicht nicht direkt am 20. Mai da sein. Es könnte sein, dass es auch erst am 25. Mai kommt. Wenn es bis zum 1.6. nicht im Hafen ist, schreibt mich bitte an. Dann werde ich nachfragen. Sollte es zu irgendwelchen Problemen kommen und Wargaming sagt, nein, das können wir doch nicht machen, dann kaufe ich euch das Schiff von meinem Geld. Verlosung, ist mir egal. Wichtig ist, schreibt mich an. Ich frage nach und dann ist das einfach geklärt. Dafür haben wir Discord, dafür gibt es den Fakt-Discord, ist unten in der Info auch. Da bin ich rechts drin in der Memberliste, da müsst ihr mich nicht raussuchen. Ich bin der Typ mit dem weißen Berg auf blauem Grund, andere Prime, fertig. So, was gibt es denn zu gewinnen? Es gibt ja nicht 10 CC-Codes, es gibt nur 5 Gewinnränge hier. Darunter Rang 5 mit einem CC-Code, Rang 4 mit einem CC-Code, Rang 3 mit einem CC-Code. Das sind quasi die Trostpreise. Und hier im Hintergrund seht ihr schon ein Schiff, das euch vielleicht bekannt ist. Das gibt es jetzt für momentan Wertmark, ich glaube 1500 im Victory-Event zu gewinnen. Das ist die Tier 7 Laso. Eine Projekt 68 Biss-Klasse, ist wie eine Chance zu spielen. Und die ist wahrscheinlich auch sowas wie eine Chance, Copy and Base mit schöner Tarnung, Premium-Schiff. Das ist Platz 2. Ja. Platz 1 ist dann natürlich, vielleicht könnt ihr es schon erahnen, ein vielleicht noch nicht heiß begehrtes Schiff, aber vielleicht in Kürze, nämlich die Lenin. Tier 8, russisches Premium-Schlachtschiff, müsste für 40 Euro oder so im Shop sein. Ich verlinke euch die Videos, also das How-To von der Laso und hier das Review, ja, Review zur Lenin, damit ihr seht, ob ihr das Schiff überhaupt wollt und dann an der quasi Verlosung teilnehmt. Wie gesagt, die Verlosung geht eine ganze Woche. Wenn ihr euch erst am Sonntag eintragt, seid ihr genauso dabei, wie wenn ihr euch erst am Mittwoch eintragt. Ich werde nicht am Mittwochmorgen die Verlosung starten, sondern am Abend. Bedeutet, ihr könnt auch noch den ganzen Mittwoch eintragen. Könnte allerdings sein, dass um 6 Uhr ich schaffe, das Video zu machen.
oder erst um 10. Deswegen lasst es nicht bitte auf den letzten Moment, sondern tragt euch früh genug ein. Wie gesagt, Kommentar, in dem Ingame-Name und Server steht oder Discord eindeutiger Name. Und dann per Discord Ingame-Name und Server. Und dann passt das. Verlosung am Mittwochabend in einer Woche. Ganz wichtig noch, es kann jeder mitmachen. Er muss weder Follower oder Sub auf Twitch sein, er muss weder Follower oder Abonnent, oder wie das heißt, auf YouTube sein. Wichtig ist nur, dass ihr einen Premium-Account habt. Ansonsten ist es nicht möglich. Am Ende der Frist gibt es dann ein, wie gewohnt, Uncut-Video mit den Random-Kommentare-Picker, also für YouTube, wird live, also live kann man es nicht sagen, aber es ist ein Live-One-Taker als Video dann hochgeladen, ausgelost, damit das maximale Transparenz ist. Die CC-Codes bekommt ihr sofort von mir, entweder über Discord oder Ingame geschickt. Und den Rest, wie gesagt, ein bisschen später. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann würde ich jetzt noch in ja, eigener Sache, weiß ich, auf den Community-Hub hin, oder diesen Community-Task, oder wie das heißt, Tab. So, da kündige ich das nochmal an. Also das... die Verlosung hier, damit das auch alle mitkriegen. Und ich werde eine Abstimmung betreffend dem nächsten Stream, was anderes als World of Warships, mal anfragen. Denn in der Umfrage, die ich gemacht habe im Google Doc Dokument, da wurde gesagt, hey, stream doch mal was anderes. Und damit würde ich dann Stück für Stück beginnen. Und diesmal mit meiner Freundin, glaube ich, Sea of Thieves. Aber ich lasse euch abstimmen, wenn ihr keinen Bock habt. Ich spiele das sowieso. Ich spiele es dann mit meiner Freundin alleine. Und ansonsten macht den Stream an und spielt es mit euch und meiner Freundin. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte. Viel Glück, macht alle mit und wir sehen uns dann hier in diesem Bereich Verlosung Giveaway in einer Woche wieder. Ciao.